Herzlich willkommen bei Nugget Reviews. Mein Name ist Timo Birnschein. Heute geht es mal wieder um den Shape Oko 2. Und zwar ist das hier Teil 2 des Aufbauvideos meiner hübschen kleinen Fräse hier. Nochmal im Detail, es sind 1,20 m x 70 cm. Wie das Ding groß ist, das ergibt für mich einen ungefähren Bauraum von 1 Meter mal 500 mm, also 1000 mal 500. Das ist wirklich eine ganz hübsche Größe, weil dafür gibt es beispielsweise Glasfaser-Gewebeplatten. Das ist eine sehr coole Sache, relativ kostengünstig, in verschiedenen Farben erhältlich. Deutlich günstiger als Carbon und sehr, sehr gut für Multicopter-Fertigung und so weiter zu gebrauchen, weil Glasfaser im Gegensatz zu Carbon ist nicht leitfähig. Leitfähig in diesem Fall ist besonders wichtig bei Videoübertragung, weil wenn ich Videosignale, Funksignale übertragen möchte und habe so einen gigantischen, so eine Kapsel an leitendem Material, dann ist das im Prinzip wie ein Faradayscher Käfig, schmeißt die ganze Antennenleistung über den Haufen. Darum ist Glasfaser viel besser. Dafür baue ich diese Fräse. Wie es damit weitergeht, seht ihr direkt nach dem Trailer. Herzlich willkommen zum zweiten Teil. Ich habe jetzt hier ein bisschen weitergemacht. Im Prinzip ist das alles jetzt schon relativ weit fortgeschritten. Ich habe eigentlich jetzt nichts weiter gemacht als die Platte, die bereits vorbereitet war, die untere hier, an die Z-Achse zu schrauben. Das heißt, hier sind einfach nur vier Schrauben eingesetzt worden mit entsprechenden Inlays und Unterlegscheibe. Dann hier von Hobby CNC gibt es extra modifiziert bzw. extra hergestellte Abstandshalter, die haben 53 mm. Normalerweise war das immer ein bisschen anders. Bei dem Original Shape Oko Kit geht hier eine ganz lange Schraube durch und dann wurde mit verschiedenen Abstandshaltern hier so eine Distanz hergestellt. Finde ich so viel, viel sinnvoller, muss ich sagen. Ich habe mich gewundert, dass der Originalmensch, der das gemacht hat, das, ja, ich sag mal, aus solchen Teilen Komponenten zusammengebaut hat. Aber ich vermute mal, es ging darum, das wirklich aus Standardkomponenten, die man so im Baumarkt bekommt und ähnliches aufzubauen. Von daher denke ich, ist das auch eine ganz akzeptable Lösung. Ein weiteres Detail hier an diesem Set ist natürlich, dass hier oben nicht durchgehende Langlöcher in diesen Platten sind, sondern ein Langloch und zwei einzelne Löcher, die halt eine definierte Position haben. Und die nutzt man dann, um das auf diese Bosch-Profile bzw. auf die Maker-Slides zu schrauben. Das hat den großen Vorteil, dass ich halt eine definierte Lage habe oder eine relativ definierte Lage durch diese beiden festen Positionen. Da ist halt auch beim Original-Kit hier eine durchgehende lange Leiste, ein Langloch. Ja, das war eine kluge Erweiterung. Ja, und im Prinzip war es das auch schon mit diesem Teil und jetzt gehen wir mal weiter. So, um jetzt weiterzumachen, muss ich hier ein paar Gewinde wieder mal schneiden mit dieser etwas ungewöhnlichen Technik. Und zwar hier ein bisschen Maschinenöl und dann gib ihm. Normalerweise sind das eigentlich Sachen, die man mit einem Gewindeschneider macht. Aber in diesem Fall nicht. Chaos. Schön heile bleiben hier. Möglichst gerade ansetzen, mit möglichst Druck, ohne sich zu verletzen. Das Gute ist auch, dadurch, dass das Gewinde jetzt durch eine Schraube gesetzt wird und nicht durch einen Gewindeschneider, ist das Gewinde an sich ein bisschen enger. Und damit spielfreier, weil üblicherweise machen Gewindeschneider natürlich Normlöcher und die
Schrauben sind aber ein bisschen kleiner. Das heißt, also natürlich auch normgerecht, aber wenn ich mir eine 8 mm Schraube kaufe und die nachmesse, ist die halt keine 8 mm, sondern meinetwegen 7,79 oder sowas. Und das merke ich natürlich, wenn ich hier saubere Gewinde reinschneide. Auf der anderen Seite ist das natürlich alles genormt und sollte zusammenpassen. Wozu das Öl, wenn es doch Gequetsche ist? Es läuft dann einfach besser. Es verkantet sich nicht. Das Material wird sauber mitgetragen. Und es kann sich vor allem nicht festfressen. Das Festfressen ist hier entscheidend, weil das kann in der Tat mal richtig böse enden, wenn irgendwie so ein Gewindeschneider abreißt oder so. Dann liegt das fast immer daran, dass man das Öl vergessen hat. Und wer schon mal einen Gewindeschneider abgerissen hat, der wird feststellen, dass man die Dinger wirklich fast gar nicht wieder rausbekommt. So, das war das. Jetzt sollten alle geschnitten sein. Und jetzt sind wir bereit für die Endmontage. Und dafür gibt es erstmal neuen Kaffee. Vielleicht noch ein Kommentar zu den Exzenterschrauben hier. Das sieht nämlich jetzt so aus, dass man die im Prinzip anziehen kann, so wie sie jetzt sind. Und was ich hier gemacht habe, ist die Exzenterschrauben so lange mit der Hand zu bewegen und die Exzenterschraube zu fixieren, solange ich das mit der Hand noch bewegen konnte. Im Vorfeld habe ich allerdings die unteren Muttern hier nochmal kurz gelöst, nachdem ich die Streben, die Maker Slides, reingeschoben habe, weil die natürlich in ihren Löchern, wie vorhin bereits beschrieben, irgendwo sitzen können und nicht notwendigerweise an den Extremstellen. Das heißt, dass hier wirklich auch diese V-Nut dann auch zwischenpasst. So, das heißt, ich habe diese Schraube gelöst und wieder festgeschraubt und habe anschließend hier oben die Exzenterschraube fixiert bzw. so lange rotiert, bis ich mit der Hand die Rolle nicht mehr drehen ließ, also nicht mehr durchrutschte. Das ist jetzt natürlich nur eine Gefühlssache. Ich weiß nicht, ob das die richtige Montagevariante ist, aber es scheint einigermaßen zu funktionieren und bisher, ja, es läuft halt gut. Es ist einigermaßen reibungsfrei. Man kann sich hier, glaube ich, vorstellen, wie das funktioniert. Es hakt nichts, müsste klappen. So, wie es scheint, gibt es doch eine Möglichkeit, das Ganze zu fixieren. Und zwar die Hobby-CNC-Platten hier sind, wenn ich hier mal auf Aufnehmen drücke, die Hobby-CNC-Platten sind hier mit den NEMA 23 Aufnahmen ausgerüstet. Das heißt, die sind nochmal Langlöcher an zwei Positionen. Und durch diese Langlöcher, ich versuche das mal hier darzustellen, kann man die Schraubenköpfe erkennen. Jetzt nehme ich mir hier so ein Turnagey Sechskant und kann tatsächlich dann durch diese NEMA 23 Löcher praktisch diese Schrauben festsetzen. Das ist natürlich gut, das gibt es unten und oben. Dazu muss ich natürlich die Z-Achse verfahren, das ist aber nicht ganz so dramatisch. Ich brauche auch keinen Kugelkopf-Imbus, das geht so, von daher bin ich wieder zufrieden. So, nachdem wir das nun geklärt haben, kann ich jetzt hier also anfangen, die Gantry-Platten dran zu schrauben. Wichtig ist, dass man jetzt hier nichts verkeilt, weil das mögen die V-Rollen garantiert nicht. Das heißt, ich schiebe das hier ganz vorsichtig durch. Und bevor ich irgendwas anderes tue, werde ich jetzt erstmal den Zahnriemen befestigen und halbwegs auf Länge schneiden. Dazu habe ich hier diese kleinen Platten, zwei Madenschrauben und eben entsprechend diese T-Muttern hier. Das sind zwei, das sind eigentlich nur so gestanzte Platten mit einem Gewinde drin. Die kommen hier ans Ende. Es ist darauf zu achten, dass das auf der richtigen Seite ist. Anschließend wird das hier mit einer 8 mm Linsenkopfschraube
Hier sind irgendwie zu viele Teile bei. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, warum die das, warum das so ist, wie es ist. Schnappen wir uns also mal innerhalb eines leichten Chaos den ersten Zahnriemen und versuchen ihn dann hier drum zu tüdeln. So, das ist hier der Aufbau, wie ihr gehört, wie viel Zeit man darin investiert ungefähr. Man sieht jetzt hier an den Seiten, ich kann ja nochmal die andere Kamera hier nehmen, wie das aufgebaut ist. Im Prinzip relativ simpel. So, das ist jetzt hier, ich hoffe, das ist einigermaßen scharf. Ich habe mir die Videos ehrlich gesagt noch nicht angeschaut. Linsenkopfschraube, diese lustige Metallplatte, wo der Riemen einmal durchgeführt wird und dann wird das hier praktisch aufeinander gestapelt. Das klappt einigermaßen gut. Das sollte sich auch quasi nicht wegbewegen, egal was für Bewegungen hier durchgeführt werden. Vielleicht kann man hier noch mal ein bisschen ziehen unter Umständen, aber ich denke, grundsätzlich müsste das einigermaßen funktionieren. Man sieht die Riemenaufhängung, das hier ist der besagte Omega-Antrieb, dann wird hier einfach durch die eine Rolle und durch die andere unter die eine und unter die andere Rolle und dann über die Riemenscheibe gespannt. Jetzt können hier praktisch die Schrauben noch etwas in der Position modifiziert werden und das war eigentlich auch schon der ganze Aufbau. Was man jetzt machen könnte, wäre nochmal ein paar Rollen festzuziehen, wo man es noch nicht getan hat, also beispielsweise die Schrauben hier. Die sind möglicherweise noch nicht so fest, wie sie unter Umständen sein mögen oder sein sollen. Das liegt einfach daran, weil ich mir das gespart habe, die schon komplett festzudrehen. So, weil ich gerade nicht so genau weiß, ob ständig die Aufnahme abreißt, mache ich das Ganze einfach nochmal in der Kurzbeschreibung. Ich habe jetzt hier die Gantries aufgebaut, das heißt, dass ich praktisch die Z-Achse auf die Maker Slides gesetzt habe. Ich habe den Riemen hier schon gespannt. Ich habe festgestellt, dass man die NEMA 23 Aufnehmer benutzen kann, um die Riemenspannung am Schrittmotor einzustellen. So, und jetzt wird das Ganze verschraubt und zwar an die an die Gantry-Platten hier. Das ist im Prinzip relativ simpel. Es ist eigentlich genau wie vorher. Man nimmt einfach nur diese Platte, befestigt sie hier und dann war es das eigentlich auch schon. Ich werde sie noch nicht festschrauben, weil ich das hier jetzt gleich zusammendrücken möchte. Ob das Sinn macht, weiß ich noch nicht. Vermutlich eher nicht. Das Zusammendrücken kann eher schlecht sein für den aktuellen Aufbau, weil ich sehe schon hier, da ist ein kleiner Schlitz zwischen und der sollte sich natürlich auch symmetrisch durch das gesamte System ziehen. Ansonsten habe ich eine Spannung an den Enden, die sich dann irgendwann beispielsweise durch Verschleiß äußert. Falls jetzt nicht so klar geworden ist, welchen Schlitz ich meine. Die V-Rollen hier haben einen gewissen Abstand, der nicht notwendigerweise hundertprozentig mit der Breite hier übereinstimmt, was dazu führt, dass sich hier zwischen ein kleiner Schlitz gebildet hat. Und der Schlitz sollte nach Möglichkeit einfach überall sein. Ansonsten ist es eben nicht klug. Was ich außerdem machen möchte, ist, hier nochmal die Schräubchen ein bisschen zu lösen und dann das Ganze in den hinteren Anschlag schieben, so dass die Schrauben auf einer Seite komplett anliegen und ich sie dann erst festschraube. So, also möglichst weit in diesem Fall nach links gefahren. So kann ich zumindest schon mal auf dieser Seite halbwegs sicher sein, dass die ganzen Platten alle an der richtigen Stelle sitzen. Auch das gleiche Spiel hier. Die sind nicht hundertprozentig identisch geschnitten, also ein paar Zehntel Abweichung sind erkennbar. Vielleicht auch nur ein Zehntel oder so, eventuell auch weniger. Aber es ist nicht 100%. Aber die Anleitung sagt, das macht nichts. Und wenn ihr das sagt,
wird das wohl stimmen. In jedem Fall kann ich jetzt an diesem Punkt hier schon mal sagen, dass der Zusammenbau bisher ziemlich einfach gewesen ist. Es ist halt ein bisschen Geduld, es ist halt Bauen nach Plan so, Malen nach Zahlen. Nimmt dann auch auf, ja, gut. Und man setzt sich halt hin und es regnet draußen. Ich glaube, man kann sich das gut vorstellen. Man hört es ja vielleicht auch im Hintergrund die ganze Zeit hier rauschen. Hervorragend. Das ist die eine Achse komplett. So, ich habe jetzt hier das Wasteboard und fange mal an, die Befestigungslöcher zu machen. Und mache dazu im Abstand von 10 mm zum unteren Rand erstmal ein paar Markierungen. Das Ganze braucht jetzt nicht extrem genau sein, aber es sollte schon einigermaßen passen. Am Ende kommen hier Löcher rein. Die Löcher werden dann in einer Größe gebohrt, um hier die 5 mm Schrauben reinzusetzen. So, das war auch schon das komplette Wasteboard. Mehr muss man hier zunächst einmal nicht tun. Es wäre natürlich sinnvoll, hier ungefähr alle 20 cm oder alle 10 cm nochmal so Befestigungslöcher reinzuknattern. Das kann man natürlich gerne machen, das folgt bei mir aber definitiv später, weil das ist zunächst einmal ein Experiment hier. Und das kann ich mit der Fräse vor allem auch, diesen ganz schön spitze Dinger, vorbereiten und eventuell sogar komplett bohren. Dann brauche ich da nur noch von der anderen Seite die Einsätze reinschlagen und wäre damit durch. Von daher ist das eigentlich erstmal soweit vorbereitet und dann kann es jetzt weitergehen mit der Fräse. Was mir gerade ein bisschen aufgestoßen ist, ist die Tatsache, dass ich keine 5x30 mm Schrauben habe, die ich für die Wasteboard-Befestigung benutzen kann. Aber bei der Gelegenheit ist mir aufgefallen, dass 4x30 mm mit Unterlegscheibe hier auch ganz hervorragend reinpassen. Und die werde ich jetzt nehmen, um das Wasteboard zu befestigen. Mit dem leichten Beigeschmack, dass ich ehrlich gesagt die Shape Oko 2 Originalbefestigung, die der Erfinder sich ausgedacht hat und nicht der Hobby-CNC-Mensch. Der hat sich nämlich, da waren ursprünglich auch T-Muttern bei. Das heißt, die konnte man hier reinfahren, dann konnte man von oben die Schraube reinsenken und das war alles in Butter. Das klappt hier leider nicht. Der hat sich gedacht, ich mache das jetzt anders, weil die immer irgendwie nicht dahin gehen, wo sie hin sollen oder warum auch immer er das gemacht hat. Das Problem ist halt, die Schraube ist ein bisschen deformiert. Kein Wunder, dass sie nicht passt. Weil das Problem ist nämlich, wenn ich jetzt hier nachher die Muttern oben drauf setze, dann kann es gut sein, dass die Schrauben sich einfach stumpf mitdrehen. Und das ist nicht unbedingt das, was man sich so wünscht, wenn man versucht, eine Schraube zu befestigen. Aber Hobby-CNC sagt, das ist alles kein Problem. Einfach ein bisschen einklemmen, dann passt das schon. Aber das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu provisorisch. Ich meine, ich mag Provisorien, die funktionieren meistens länger, als man glaubt. Und vor allem auch besser. Und da bin ich gespannt, was da jetzt rauskommt.
Ich werde das jetzt mal eben hier montieren. Ich muss ja nur die Platte raufschmeißen, festschrauben, das war's. Ich glaube, damit brauche ich niemanden zu langweilen. Von daher. So, nachdem das Wasteboard nun verschraubt ist mit einer mir wirklich nicht besonders sympathischen Technik, weil jetzt hier nämlich Schraubenköpfe rausgucken und das finde ich ehrlich gesagt einigermaßen sinnlos, weil das hier ist ein absolutes Verletzungspotenzial. Man wird hier drauf hantieren, man wird sich darauf ablehnen und man wird irgendwann zwangsläufig einen gigantischen Riss im Arm haben. Finde ich an der Stelle wirklich nicht clever, aber ich glaube, das sagte ich bereits. So, dann kommt jetzt der tatsächlich spannende Teil und zwar werden jetzt diese Platten hier befestigt und an den Platten wird dann quasi das Gerät aufgebaut. Das Ganze sieht dann so aus, dass die Platten jetzt hier rankommen und die Riemen sehr wahrscheinlich außen laufen. Und das werde ich mir jetzt mal genauer angucken und einfach mal festschrauben. So, da leider gerade ein bisschen die Kamera ausgegangen ist, weil ich einfach mal die SD-Karte habe volllaufen lassen, kann ich hier nun berichten, dass ich diese beiden Platten bereits montiert habe. Ich habe sie halbwegs im rechten Winkel ausgerichtet. Ich habe bedauerlicherweise kein wirklich rechtwinkliges Objekt, also auch zum Beispiel ein Geodreieck oder so ähnlich, ist mir leider nicht vergönnt hier im Augenblick. Deswegen nehme ich ein vom Holzzuschnitt, von einer kalibrierten Säge zugeschnittenes Teil. Das sollte tatsächlich einigermaßen rechtwinklig sein. Ich hoffe es zumindest. Und wenn das der Fall ist, dann kann man damit hier die Plattenhöhe einstellen, beziehungsweise den rechten Winkel dazwischen und entsprechend auf der anderen Seite. Und um diese Platten jetzt korrekt einzustellen, auf der gegenüberliegenden Seite, muss ich nun Folgendes beachten. Zum einen muss der Gantry hier natürlich hin und her fahren können, sowieso. Das heißt, beim Festschrauben dieser Seite, insbesondere der beiden Befestigungsschrauben für die Maker Slides, muss der Gantry hier vorne sein. Das geht quasi gar nicht anders. Da kann man auch gleich schon gucken, ob das einigermaßen hinkommt, wie groß die Distanzen hier auf beiden Seiten der Rollen zu den Platten sind. Das sieht in dieser Konfiguration hervorragend aus. Dann kann man die langsam vorsichtig festschrauben, immer mal wieder den Wagen verfahren. Dabei sollte der Wagen die Last, sozusagen die Spannung, die die Hände auf diesen Wagen ausüben, in keinster Weise sich in irgendeinem Punkt hier ändern. Anschließend fahre ich den Wagen nach hinten und messe diagonal die Distanz. Das heißt, ich wähle mir hier einen Punkt, der definiert ist, zum Beispiel der Anschlag der Platte, und messe die Entfernung zwischen diesem Punkt und zum Beispiel hier der äußeren Kante dieser Metallplatte hier, lese 136 mm und zwar Punkt. Anschließend gehe ich rüber auf die andere Seite, lege wieder an der genau gleichen Stelle mein Maß an, sehe 136 Punkt und das bedeutet, dass ich das dort hinten jetzt fixieren werde, weil wenn die Diagonale stimmt, ist es auf jeden Fall rechtwinklig. So, und das heißt, also rein rechnerisch ganz einfach so, und das heißt, ich kann das jetzt hier erstmal vorsichtig fixieren, ohne das groß festzuballern. Da muss ich nämlich hier noch die rechten Winkel ein bisschen drauf achten, dass es auch alles schön rechtwinklig ist. Ansonsten ist das sowieso halbwegs nutzlos, das Ganze. Die Rechtwinkligkeit an dieser Stelle sollte schon einigermaßen gegeben sein, wenn es auch nicht extrem entscheidend ist, dass es wirklich absolut hundertprozentig ist. Also, weil am Ende des Tages wird das, was jetzt hier nicht rechtwinklig ist, sowieso von der Befestigung der Maker Slide am Ende, also von diesen beiden Schrauben hier wieder ausgeglichen. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es sowieso egal. Also ich habe ja hier eine bewegte Platte, die Platte kann ich bewegen und ich kann das Ding hier rotieren. Wenn diese Platte hier halbwegs gerade ist, sollte der Rest sich eigentlich von alleine ergeben, indem ich den Gantry hin und her fahre.
Von daher ist das alles eigentlich relativ simpel. Als nächstes folgt halt das Montieren der Riemen. Und wie man sich leicht vorstellen kann, wenn ich hier einen Schrittmotor habe und hier einen Schrittmotor habe, brauche ich auch zwei Riemen. Jetzt ist es aber so, dass die Schrittmotoren eine Nut, also eine Phase an der Welle haben. Die Position dieser Phase ist undefiniert. Wenn ich jetzt also hier einen Riemen spanne und hier einen Riemen spanne, ist es überhaupt nicht gesagt, dass diese beiden Motoren tatsächlich parallel laufen, sondern es ist sehr viel wahrscheinlicher, dass es hier einen leichten Versatz gibt und die Motoren sich ein bisschen verklemmen und dadurch der Schlitten die ganze Zeit schief läuft. Das ist dann hoffentlich korrigierbar, indem ich diese vier Schrauben auf beiden Seiten löse und dann quasi den gesamten oberen Aufbau ein wenig hin und her bewege, weil mit Spannen ist hier quasi nicht viel. Ich kann entweder den Riemen festmachen oder es eben nicht. Und daher ist sozusagen die Rechtwinkligkeit dieser ganzen Anlage hängt jetzt entscheidend davon ab, dass der Riemen zusammen mit den Motoren, also den parallel laufenden Motoren, vernünftig justiert wird. Und das machen wir als nächstes. So, ich habe jetzt die eine Seite befestigt hier mit dem Riemen und mache das gleiche jetzt auch mit der zweiten Seite. Ehrlich gesagt finde ich die Befestigungsmethode, sagen wir mal, interessant. Es ist hier tatsächlich so, dass man hier so ein kleines Stück, also entweder eine Madenschraube oder irgendein Stück Metall benutzen soll, um das zu fixieren. Das geht natürlich, sagen wir mal. Das ist sicherlich alles andere als optimal und das zweite Problem war hier auch bei mir jetzt gerade der Umstand, dass ich das, naja, sagen wir mal, ich habe vergessen, den Schrittmotor nach unten bzw. nach oben zu holen, damit ich das überhaupt spannen kann. Also das finde ich hier, das ist so ein bisschen ungünstig gelöst, sagen wir mal. Speziell jetzt, weil ich jetzt hier, vielleicht ist die Reihenfolge normalerweise eine andere, das kann natürlich sein, aber es ist so natürlich gar nicht möglich, den Riemen zu spannen, überhaupt 0,0. Ich muss also die Platte hier wieder abnehmen, den Riemen da durchfuddeln. Ja, so wird es wahrscheinlich sein. Und das faktisch überall. Das finde ich nicht cool. Das hätte man definitiv hier außen irgendwie über eine Spannvorrichtung lösen müssen, wie das beim Shape Oko 2 auch originalerweise der Fall ist. Ich finde, diese Befestigungsmethode ist ein Riesenumstand. Weil was irgendwie keiner versteht, oder zu verstehen scheint, ist, auch bei den NEMA 23 Motoren, ich kann den ja gar nicht spannen, wenn der eingebaut ist. Weil die Maker Slide ist davor, es gibt keine Spannmöglichkeit. Da hat, entweder habe ich nicht mitgedacht, ja, ich bin ja immer ein Zweifler, auch an mir selbst, und vielleicht habe ich nicht mitgedacht, aber das hier scheint irgendwie gerade überhaupt gar keinen Sinn zu machen. So, ich habe jetzt in die Anleitung geschaut und es ist tatsächlich so, dass man das hier im Vorfeld befestigen muss. Mir leuchtet das nicht ein. Ich werde jetzt also mein Werkzeug nehmen und das Ding wieder demontieren an der entsprechenden Stelle. Ich muss dazu diese Dinger lösen. Ja, das ist ja der Horror, weil das habe ich ja im Grunde von innen schon so gut wie zerstört. Und dann muss ich tatsächlich die hier wieder lösen. Und dann baue ich den gesamten vorderen Teil wieder ab und mache die gesamte Kalibrierung nochmal. So, jetzt sind wir langsam da, wo wir hin möchten. Dann stecken wir das hier unten wieder rein, in der Hoffnung, dass wir dieselbe Einstellung wiederfinden. Diese Technik funktioniert zwar, aber man muss wirklich die Reihenfolge einhalten.
sonst klappt es nicht. Ja. So, jetzt haben wir das hier einigermaßen wieder in Schwung gebracht. Und was mir dabei aufgefallen ist, ist natürlich völlig klar, ich kann jetzt hier eigentlich gar nicht mehr fühlen, ob die sauber laufen, weil das ist schlicht nicht mehr möglich. Schließlich hängen die Riemen jetzt schon dran. Das heißt, ich kann im Grunde nur hoffen, dass das hier einigermaßen rechte Winkel sind und kann hier so ein bisschen über die Holzplatte peilen. Es sieht tatsächlich so aus, als würde das stimmen. Aber ich finde, das ist natürlich kein Maß, das passt. Also passen und stimmen sieht aus, als ob es passt. Und es sind tatsächlich rechte Winkel. Da sind ja noch meilenweite Unterschiede. Das heißt, der einzige wirkliche Weg, das jetzt hier zu messen, ist im Prinzip, rechte Winkel zu malen und diese dann zu vermessen. Oder zu fräsen, je nachdem, was man halt so macht. So, das war der zweite und auch finale Teil des Aufbauvideos zum Shape Oko 2. In diesem Fall die Nugget Mill, nenne ich sie. Das ist eine sehr schöne Geschichte gewesen. Es war vom Aufbau her so, ja, gemischt, sag ich mal. Gefallen haben mir, dass das relativ simpel war, dass der größte Teil der Anleitung also doch schon einigermaßen, naja, es ist schwer zu sagen. Also der Gefallen haben mir nicht die Riemenspannung. Ja, wie man die Riemen im Allgemeinen spannt, fand ich ehrlich gesagt ziemlich bescheuert. Es ist kaum möglich, das korrekt zu machen. Ich hätte die Schrittmotoren wirklich an eine andere Position gesetzt, um das Ganze noch ein bisschen zu optimieren. Gut gefallen haben mir, dass die V-Rollen hervorragend funktionieren, dass die Maker Slides wirklich einen extrem guten Eindruck machen, dass man auch die Gewinde in die Maker Slides ganz einfach schneiden kann, Akkuschrauber und durch mit ein bisschen Öl obendrauf und einer Stahlschraube, dafür brauche ich, oder beziehungsweise einer Edelstahlschraube, dafür brauche ich keine Gewindeschneider mehr. Das funktioniert sauber und ordentlich. Die Schneidteile aus Eisen in dem Fall sind ganz akzeptabel. Die sind halt nicht entgratet worden. Man muss sie auch selber lackieren. Wenn ich jetzt das Original Shape Oko Kit kaufe, dann kommen die Dinger aus Alu. Sie sind pulverbeschichtet. Das ist natürlich nochmal eine etwas andere Hausnummer hier. Ungünstig fand ich auch die Idee von Hobby CNC, dass das Wasteboard, das ist diese MDF-Platte, auf der man alles befestigt, am Ende mit diesen, ja, Schrauben im Prinzip von unten und von oben aufgesetzte Mutter befestigt wird. Da bin ich ehrlich gesagt überhaupt kein Fan von, weil, wie gezeigt, muss man darauf arbeiten können. Man muss halt da hantieren und Befestigungen machen für die Werkstücke, die man bearbeiten möchte, und man wird sich da irgendwann verletzen. Man muss da also eine Leiste drüber setzen oder vielleicht ein Stück Holz oder sowas, dass man sich nicht den Arm aufreißen kann. Das ist nicht ganz optimal, auch weil die Schrauben dafür nicht im Kit enthalten gewesen sind. Fand ich schade, musste ich dann improvisieren. Geht aber auch, sag ich mal. Nicht optimal ist außerdem, dass bisher nicht so ganz klar ist, wie ich das Gerät komplett kalibriere. Es gibt also keine ganz genau definierten Maße oder keine ganz genau definierten Messpunkte, was ja wichtig gewesen wäre, um jetzt zum Beispiel die Diagonalen vernünftig messen zu können, oder auch die Parallelität. Da wünsche ich mir noch ein paar Hilfestellungen. Da wird man dann verwiesen auf die Shape Oko 2 Anleitung, die der Originalhersteller Inventable gemacht hat. Ist ja alles Open Source, ist ja alles verfügbar. Bisher habe ich das allerdings nur auf Englisch gefunden. Ist für den einen oder anderen dann offenkundig nicht ganz ideal. Ich muss mich damit selber auch noch beschäftigen. Ich muss zugeben, die Fräse läuft schon seit ungefähr einer Woche vernünftig, aber bisher ist sie noch nicht sauber kalibriert. Man fängt ja halt einfach erstmal irgendwie an und dann am Ende freut man sich, dass es funktioniert, und irgendwann stellt man fest, es ist irgendwie noch verbesserungswürdig, und an genau diesem Punkt bin ich aktuell. Von daher freut euch auf weitere Videos zum Shape Oko 2.
Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Schreibt wie immer eure Kommentare hier unten in die dafür vorgesehenen Felder. Gebt mir einen Daumen hoch, um das ganze Video und den ganzen Kanal noch ein bisschen weiter zu pushen, denn ohne euch ist das nicht möglich. Und ich hoffe, ihr unterstützt mich ein bisschen. Von daher herzlichen Dank fürs, ja, in diesem Fall durchhalten. Das Video war doch extrem länglich. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.